So, ich habe gerade Reifendruck geprüft. Ein Bar war drauf, 2,5 mussten. Jetzt wollen wir mal schauen, ob die Karre anspringt. Ich habe gerade Standgas mal grob eingestellt. Das ist jetzt die erste Fahrt nach, keine Ahnung, 3 Jahren auf dem Motorrad. Und ich bin auch lange nicht mehr gefahren. Oh, die klingt aber gut. Oh, das fühlt sich so komisch an, Leute. Wenn man so lange nur mal ab und zu einen Roller gefahren ist oder Fahrrad und jetzt fährst du Motorrad. Ja, richtig wuchtig fühlt sich das an, wenn man lange, lange nicht gefahren ist. Aber die klingt gut, ne? Mit dem Auspuff und so, schön Vierzylinder. Ich bin die ja vorher einmal gefahren. Und zwar zu mir nach Hause, als ich die gekauft habe, da war die auf 48 PS gedrosselt ja noch. Und ja, das hat man ein bisschen gemerkt. Die hat hochgedreht, da kam nicht viel. Und jetzt merkst du schon Leistung. So 6 Gänge. Läuft auch bequem im 6. Ziemlich windig heute. Ich hoffe, ihr versteht mich. So, hier ist offen. So, und das war jetzt einfach nur aus dem 6. raus beschleunigt. Das macht schon Spaß, kann man nichts sagen. Und das ist halt das Geile, dass wir hier noch quasi ein Naked Bike haben mit 4 Zylinder, die einfach klingt wie so eine Supersportler. Aber sich halt ein bisschen geiler fahren lässt durch den Lenker. Der Lenker war mir anfangs ein bisschen zu schmal, aber es geht. Ich muss das hier immer noch umsetzen an den Spiegeln, dass das ein bisschen weiter rauskommt. Aber sie läuft, zum Glück läuft die Maschine. Wir haben sogar TÜV ohne Mängel, das ist einfach geil. Ein paar Kleinigkeiten muss man noch machen. Das Problem ist auch, ganz ehrlich, wenn man lange nicht gefahren ist, wie ich jetzt. Ich bin ja nie viel Motorrad gefahren. Ich hatte meine MT-03, die ich ein bisschen kaputt gemacht habe. Und dann habe ich mir die geholt, bin lange nicht gefahren. Also so richtig Motorrad gefahren ist 4 Jahre her. Vielleicht sogar fast 5, wo ich wirklich mal routinemäßig gefahren bin, kann man sagen. Wo ich sage, ja, da hatte ich ein bisschen Routine drin. Aber jetzt... Also man ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht ganz, aber ich merke einfach, dass ich unsicher bin und vorsichtig sein muss. Klar möchte man gerade mal aufdrehen und ein bisschen geil cruisen, aber ganz entspannt angehen, da hängt viel dran. Ich habe zwar Schutzkleidung hier ein bisschen an, aber man sollte dann schon schön vorsichtig an die Sache rangehen. Und mit jedem Meter, den man hier mehr rollt, kriegt man auch ein bisschen Vertrauen. Am Anfang war das, boah, wie ich zur Tanke eben gefahren bin, Unsicherheitsfaktor überhaupt. Ich will das Standgas auch nicht weiter runterregeln, weil, ja, dann geht die aus. Die hat immer noch ein bisschen Drehzahlschwankungen. Und die ist mir vor ein paar Mal ausgegangen. Ich bin die ganze Zeit mit Choke gefahren. Da habe ich die an der Tanke mal versucht, ein bisschen einzustellen. Ist frei. Leute. Und wenn du so noch 4 bist. Und da kommt sie erst. Leute, der Wind, ey, Naked Bike. Ja, die läuft gut, die braucht das auch mal, ne? Das ist Drehzahl, das geht ab 6, 7 da erstmal los, Spaß zu machen. Die klingt einfach so geil. Leute, die geht ja oben rum, richtig steil. Mann, das war auch eine Qual. Wie lange stand das Bike jetzt bei mir? Da hast du keine Zeit gehabt und sowas, ey. Richtig ätzend. Aber die geht ja oben rum, kriegt die noch mal so einen kleinen Boost. Also du merkst einfach, diese japanischen drehzahlfreudigen Motoren machen Laune. Ist auch ein geiles Einsteigerbike, auch wenn die jetzt hier derbs abgeht. Aber es ist einfach so, dass diese Bikes hier geil sind, weil die nicht teuer sind. Die kriegst du so um die 2 Scheine als relativ vernünftige Maschine, eventuell mit TÜV. Klar gibt es auch welche für 3, gibt auch welche für 1000. Und es ist ein geiles Bike, weil man kann vieles selber machen.
man hat noch Ursprungstechnik und ich finde für Fahranfänger, und ich muss einfach sagen, ich bin auch ein Fahranfänger, auch wenn ich schon ein paar Jahre meinen Lappen habe, aber wie eben gesagt, ich bin halt nicht viel gefahren. Da ist sowas ideal, weil hier lernst du Motorradfahren. Du hast nicht diese ganzen Hilfsmittel. Du hast noch einen normalen Choke. Du musst ein bisschen fummeln, dich mit der Technik auseinandersetzen. Und das sind alles Faktoren, die üben. Das ist, als wenn du auf so einem Golf 3 Auto fahren lernst. Ohne ABS und ohne Servolenkung. Klar kann jetzt jemand, der nur moderne Motorräder fährt, auch das fahren. Aber es ist halt was anderes. Aua, Mann, voll die Viecher hier. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da liegen bleibe. Ich werde gleich mal umdrehen, weil ich habe ja nur ein bisschen Sprit in den Tank reingekippt. Aber ich wollte unbedingt mal eben ein Video machen. Ich wollte einfach gucken, ob die Maschine richtig läuft. Ich bin ja nur vom TÜV mal eben nach Hause geeiert. Ganz vorsichtig, weil die lief wie ein Sack Nüsse. Mittlerweile hat sich's gelegt. Brauchte halt ein bisschen Liebe. Die hat so TÜV bekommen. Wir haben ja nicht Euro 5. Wir haben ja eine Sporttüte noch dran. Ich glaube, normal klingt die auch schon ziemlich gut. Muss da mal irgendwo drehen. Katze! Katze! Katze, lauf rüber! Dein Ernst? Musst du sagen, ein paar Minuten fahren, ich fühle mich schon wohler, ne? Was ist das mal Absicht oder was? Er fährt 40? Komm, 40? Hier ist 70. Ja Leute, ich glaube, das war's dann heute erstmal mit dem Video zur Suzuki Bandit 600. Die erste Fahrt on Road hier. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kurzer Einblick. Wenn ja, gerne den Kanal kostenlos abonnieren und den Daumen nach oben nicht vergessen. Bis zum nächsten Video.